Jedes Training hat sein richtiges Gewand, also fangen wir an. Jetzt passt's. So, wir reden jetzt über die Schweden, die Dänen, über das Dehnen. Genau. Wir machen heute Dehn-Session, Stretching, Samurai-Stretching. Alles klar. Bevor wir anfangen, fragen wir uns, warum stretchen wir? Wir stretchen nicht, um Jean-Claude Van Kasperl zu werden. Wir stretchen nicht, um Watschen mit Fuß im Gesicht. Und wir stretchen auch nicht wegen absonderlichen Kamasutra-Stellungen. Schade, aber das ist heute nicht das Thema. Wir stretchen, weil wir wieder mal nach jahrtausendelanger Forschung draufgekommen sind, dass ein verschobener Knochen kein gesunder Körper ist. Okay, nochmal von vorne. Wir haben unser Skelett, unser Knochengerüst. Auf dem Skelett steht alles andere drauf. Wie ein Weihnachtsbaum, den wir behängen. Skelett, Organe, Muskeln, Haut, Mensch. Und aus der chinesischen Medizin und auch aus der japanischen, die heißt Kampo, wissen wir, dass die Ursache einer jeden nicht Erkrankung, aber einer jeden Einschränkung immer auf einen verschobenen Knochen zurückzuführen ist. Alle Muskeln und alle Organe setzen mit Bändern am Skelett an. Ansonsten würden wir, wenn wir herumlaufen, alles da herumfliegen und unser Herz wird herumfliegen, die Lungen, das kann ja nicht sein. Deswegen sind die Muskeln an Knochen festgemacht. Die Organe sind in einem Sack drinnen und in diesem Sack sind sie auch festgemacht. Klar? Gut. Die wichtigen Organe werden von den Rippen geschützt, deswegen haben wir die Rippen zum Schutz. Deswegen alles, was unter den Rippen ist, ist das, was schützenswert ist. Das ist auch das, was wir angreifen als allererstes. Und nach dem Prinzip, das haben wir schon vor 1000 Jahren gewusst, ergibt sich folgende Logik. Wenn ich einen Knochen habe und da setzt ein Muskel an und der Knochen verschiebt sich, kommt ein Zug auf den Muskel, ein unnatürlicher Zug, weil sich der Knochen verschoben hat, deswegen verhärtet der Muskel, das merken wir dann in einer Verspannung. Und dann kommt die Nadel, die entspannt den Muskel, damit wir nachher den Knochen wieder einrenken können. Das heißt, jeder, der wegen Nackenschmerzen zum Masseur geht und sich die Muskel massieren lässt, mag kurzfristig eine Erleichterung haben, aber die Ursache ist nicht behoben. Was interessiert uns jetzt? Ein Körper, in dem kein Knochen verschoben ist. Warum ist uns das wichtig? Wegen dem amuskulären Stand. Schon wieder. Jetzt wird schon langsam Zeit, das ernst zu nehmen. Der amuskuläre Stand, der amuskuläre Sitz. Für die Zen-Buddhisten unter uns, also für die drei Leute, im Zen-Buddhismus sagt man, wenn man die Beine überkreuzt, soll einem nichts mehr an die Beine erinnern. Und das ist genau das Prinzip. Wenn der Körper im amuskulären Stand sitzt oder steht, kann er einwandfrei atmen. Durch die Nase ein, durch den Mund aus, ohne dass ihm irgendwas im Weg ist. Dieses irgendwas im Weg ist das, was uns an den Körper erinnert. Und wenn es uns an den Körper erinnert, erinnert es uns an uns selbst. Schmerz ist ein Zeichen von Ego. Wenn ich jetzt da sitze und ich möchte mich auf das Nichts konzentrieren und auf einmal, wo bin ich dann? Bin ich dann beim Nichts oder bin ich dann bei der schmerzhaften Stelle? Oder ich meditiere und, meine Knie, und schon wieder bin ich, meine Knie, mein Knie. Das ist das Prinzip, so simpel ist das. Wenn der Körper ganz in Ruhe ist, amuskulär, jeder Muskel entspannt ist und ich volle Atemzüge nehmen kann und diese Atemzüge durch nichts eingeschränkt werden, dann hat man den Zustand der Erleuchtung erreicht. Das war's, das ist es, worum es geht. Dieser ichlose Zustand passiert nur deswegen, weil nichts mich an meinen Körper erinnert. Und? Wozu brauchen wir das fürs Kämpfen? Fürs Kämpfen brauchen wir das deswegen, weil nicht nur die Zen-Meister, sondern auch die Samurai regelmäßig meditiert haben, gehören dazu, und drauf gekommen sind, dass wenn man diesen Zustand erreicht, man das Ki, also die Energie, erst dann fließen spürt. Bla bla bla, schon wieder irgendwas. No, trust me. Da ich das jetzt lang genug mache und lang genug praktiziere und lang genug selbst erfahren habe, das ist so. Klingt komisch,
Ist aber so. Das heißt, wenn man sich lang genug hinsetzt, lang genug dehnt, lang genug die Muskeln trainiert, sie auch wieder entspannen lernt, auf jeden Muskel im Körper Zugriff hat, dann wird eines Tages der Moment kommen, wo einem dieser eine Atemzug gelingt. Und es ist nur ein Atemzug. Mehr nicht, in dem plötzlich alles einem aufgeht, alles klar wird, alle Glocken läuten. Und nach dem Atemzug ist auch schon wieder vorbei. Aber es ist trotzdem cool. Alles klar? Und auch wenn uns das nicht gelingt, die sogenannte Erleuchtung zu erlangen, wir werden ganz einfach super flexibel. Und wenn wir super flexibel werden und Zugriff auf unseren Körper haben, werden wir auch super schnell, werden super elastisch. Es wird alles easy cheesy. Also fangen wir an mit unserer ersten Übung. Unsere erste Übung, die Mauer der Verdammnis. Jeder von uns kennt das. Wer es noch nicht kennt, eine Wand, da kann man ein Polster hingeben oder so. Oder vielleicht eine Decke. Es geht darum, dass vor allem nicht weh tut. Nummer 1, das Knie geht ganz an die Wand. Der Fuß ist genau hinter dem Oberschenkel. Also nicht verdreht, sondern gerade lassen. Vorderfuß steht auf. Wir gehen gerade nach hinten. Und jetzt kommt den Nabel nach vorne heben. Nicht zu vorne hängen. Das Becken nach vorne ziehen. Konnichiwa! Da oben soll es ziehen. Wenn es da unten zieht, sind wir noch nicht so weit. Dann bleibt das einmal so, bis das Ziehen darauf hängt. Okay, 30 Sekunden, die Wand des Schreckens. Immer schauen, dass der Nabel ganz gerade nach vorne zeigt. Okay, nach 30 Sekunden wechseln. Langsam in die Release gehen. Anderer Fuß kommt dran. Aufrichten, mit dem Fuß nach hinten schieben. Nabel. Konnichiwa. Gewicht ist eher da, anstatt also nicht so weit vorne, eher nach hinten. Nabel nach vorne. Wir dehnen die Hüfte von vorne. Ansätze des Oberschenkels in der Hüfte. Wunderbar. Das war Übung Nummer 1. Übung Nummer 2. Wir haben ein paar Linien. Mit der Übung dehnen wir jetzt in der Hüfte drinnen den Piriformis. Dazu mehr während der Übung. Wir legen unseren Unterschenkel auf eine Linie. Die Linie, die auf uns zukommt, halbiert den Unterschenkel. Als nächstes eine Hand um die Ferse, andere Hand um das Knie. Damit können wir nicht herumwackeln. Und jetzt legen wir das hintere Bein auf die Linie. Und jetzt drehen wir wieder unseren Nabel nach vorne. Der Piriformis ist ein Muskel, der sitzt in der Hüfte drin. Der Piriformis verbindet das Hüftgelenk mit der Hüftschaufel. Unsere Hüfte ist so aufgebaut, dass zwischen dem Gelenk und der Schaufel Abstand ist, bis zu 3-4 mm. Und jedes Mal, wenn wir einen Schritt tun, wird der Stoß über die Gelenke abgeleitet und von der Hüfte, damit die Hüfte nicht direkt in die Wirbelsäule absorbiert, wird der Stoß von der Hüfte abgefangen. Der Piriformis ist ein Muskel, der, wenn er nicht gedehnt ist, für extrem viel Kreuzweh zuständig ist. Und der Piriformis, das sogenannte Piriformis-Syndrom, ist für 33% Fehldiagnose Bandscheibenvorfall zuständig. Aber das hat sich schon herumgesprochen. Deswegen sollen viele Leute mit Rückenschmerzen, unteren Rücken, dehnen. Wechsel, langsamer Release. Zweiter Fuß, Linie. Wir legen uns hin, halbiert. Eine Hand kommt daher, damit kann ich nicht in die Richtung rutschen. Andere Hand kommt daher. Und wir legen uns auf die Linie. Und wieder Hüfte nach vorne. Das Piriformis-Syndrom, das heißt, dass die Hüfte nicht mehr richtig absorbieren kann. Das Hüftgelenk ist direkt, weil der Muskel verkürzt ist, mit der Hüftschaufel verbunden und jeder Stoß geht über die Hüfte in die untersten drei Wirbelsäulen. Die letzten drei sind zusammengewachsen. L1, erste Lendenwirbel, ist der erste freie Wirbel mit der Bandscheibe und da geht der ganze Stoß hinein. Das heißt, Piriformis-Dehnung zahlt sich aus. Wenn noch nie Piriformis gedehnt hat, das ist extrem anstrengend, das tut extrem weh am Anfang. Aber ich garantiere, nach 6 Wochen, jeden zweiten Tag,
wird das ihr Leben verändern. Das meine ich wortwörtlich. Schüler von mir, die das durchgezogen haben, von einmal im Monat Kreuzschmerzen, das auf einmal alle 5 Jahre reduziert. Gut. Der nächste Muskel, der den Oberschenkel, die Hüfte mit der Hüftschaufel verbindet und einen extrem komischen Weg nimmt, nämlich durch 2 Löcher, die da hinten in der Hüftschaufel sind, rauf zur Wirbelsäule, ist der sogenannte Iliopsoas. Und diesen Iliopsoas nehmen wir uns als nächstes vor. Der Iliopsoas schlängelt sich von der Hüfte durch die Hüftschaufel durch zur Wirbelsäule. Das sind so lange Muskeln, extrem schwierig zu dehnen. Braucht ein bisschen, aber wir werden das schaffen. Die Dehnung für den Iliopsoas ist dieselbe wie bei der Wand, nur mit Ober-Unterschenkel am Boden. Wir richten uns ein, halten uns an der Wand an. Wir haben 90 Grad, 90 Grad. Es geht um dieses Hüftgelenk, das nach vorne zeigt. Ich drehe das nach vorne. Nabel geht nach vorne, es fängt schon zum Ziehen an. Und jetzt drücke ich mit dem Rist auf den Boden. Das halte ich. Und dann schiebe ich den ganzen Körper nach vorne. Konnichiwa! Also nochmal von vorne. Entspannt hinstellen. Die Hüfte dreht nach vorne. Die Hüfte, nicht so, dreht nach vorne. Nabel hebt sich. Heben. Heben. Danach runterdrücken und jetzt mit dem vorderen Knie nachgeben. What the fuck? Konnichiwa! Druck halten. Das geht wie Sauer. Wenn Sie das 1 Minute halten, und dann mit dem anderen Fuß machen und dann aufstehen, haben Sie das Gefühl, Sie gehen nach vorne. Das ist super angenehm. Wenn Ihnen das gelingt, haben Sie es geschafft. Das heißt, nach der Übung checken, ob das passiert. Wow, ist das cool! Ah, ist das leid. Mit der Zeit, unter uns den Masochisten, tun uns die Schmerzen wirklich angenehm gut. Okay, langsam in die Release. Umdrehen. Nochmal von vorne. Okay, 90 Grad, 90 Grad. Die Hüfte nach vorne drehen. Nabel heben. Hinten drauf drücken, ins Knie gehen. Wow! Zum Dehnen allgemein, es gibt immer eine Seite, die besser geht als die andere. Wenn Ihnen auffällt, okay, das tut mehr weh als das, dann ist es gut. Ganz selten sind Menschen gleich. Aber nicht jetzt nur, weil eine Seite mehr weh tut, die auch mehr dehnen. Geben Sie Ihrem Körper Zeit. Ganz einfach, die Regelmäßigkeit macht es und nicht einmal 100%. Besser ist 100 mal 10% als einmal 100%. Noch besser ist 100 mal 100%. Nice. So as it is, baby. Woo. Nice. Immer schön den Bauch nach vorne. Ja? Okay. Super. Nice. Wir haben jetzt unser Hüftgelenk von vorne, von innen, unten und von der Außenseite gemacht. Jetzt attackieren wir es von hinten. Okay, und von hinten, um die Hüfte von hinten zu attackieren, da müssen wir uns erst hinarbeiten. Hey, nächste Übung, die Waden. Die Waden dehnen ist nicht einfach, jeder glaubt, es ist einfach, weil es so einfach ausschaut, aber wie bei uns im Training. Ne? Alles, was einfach ist, ist tatsächlich am schwierigsten. Deswegen, wir stützen uns ganz normal gegen die Wand, logisch, der vordere Fuß geht ins Knie, hintere Fuß geht so weit nach hinten, bis die Ferse nicht mehr am Boden gehen kann. Okay? Ganz entspannt. So, Vorbereitung ist Bauch heben und mit den Händen drücke ich mich nach hinten, dass die Ferse am Boden geht. Wenn es jetzt schon zieht, ist gut, aber das ist noch nicht das Wadendehnen. Okay, also nochmal. So weit gehen, bis die Ferse fast am Boden ist. Bauch heben. Mit den Händen nach hinten drücken, dass das gestreckte Bein am Boden ist, die Ferse. Und jetzt mit dem Knie nach hinten drücken. Das Knie drückt nach hinten. Das Knie drückt nach hinten. Mit dem gestreckten Bein, das Knie drückt nach hinten. Dadurch entsteht die Dehnung in der Wade. Okay? Und dann ein bisschen drehen. Wir haben ja Punkt, kleiner Zehe, Punkt, großer Zehe, Punkt, Ferse, unsere 3 Punkte, also insgesamt 6, auf denen wir stehen. Und ich belaste jetzt einmal den Punkt unter dem kleinen Zehen und einmal den Punkt unter dem großen Zehen. Und so erreiche ich verschiedene Waden, die sind nämlich aus 2 Muskeln, okay? Dann, der Fuß geht zurück, dann langsam in die Release,
Wie genau? Der Fuß geht so weit nach hinten, wie wir können. Ferse gerade. Ah, wichtig ist auch, der Fuß ist gerade. Nicht drehen, nicht drehen. Der Fuß ist tatsächlich ganz gerade. Das Bein ist gestreckt. Mein Bauch hebt sich nach vorne. Ich schiebe, ich drücke mich mit der Hand weg, bis die Ferse am Boden ist. Bauch ist nach vorne und jetzt das Knie nach hinten. Konnichiwa! Und Punkt unterm großen Zehen. Und Punkt unterm kleinen Zehen. Konichi. Wow. Okay, das ist, worum es geht. Das gestreckte Bein auf den Boden stellen und dann mit dem Knie nach hinten drücken, während der Bauch nach vorne zeigt. Okidoki. Jetzt haben wir die Waden gedehnt. Erst jetzt können wir uns um die hintere Muskulatur kümmern, weil die Waden wären uns sonst im Weg gewesen. Ansonsten wären uns dahinter im Weg gewesen. Jetzt kommen wir schon langsam dorthin, wo wir hinwollen. Jetzt kommt die nächste Übung. Nächste Übung, wir attackieren die hinteren vorderen Oberschenkel. Zu dem Zweck, unser Klassiker, jeder kennt es. Wir setzen uns ganz normal auf, so sitzen die meisten. Wir richten unseren Bauch nach vorne, aus dem Bauch, Nabel kommt ein. Seil, wir schieben mal mit dem hinteren Fuß an. So, Füße aufstellen, das ist wichtig, nicht locker lassen. Wenn man die Beine locker lässt und man macht die Dehnungsübung, dann dehnt man die Sehnen. Eine Sehne kann sich maximal um ein Drittel dehnen, ein Muskel kann zum Vierfache gedehnt werden und ein Band. Also was, wenn wir dehnen wollen? Genau. Gut, wir gehen nach vorne. Wichtig ist immer, dass der hintere Rücken, dass das gerade ist. Okay? Und dann greifen wir mal unsere Zehen. Wenn wir unsere Zehen angegriffen haben, dann muss ein bisschen der Oberkörper nach vorne. Und dann, wenn ich das habe, dann gehe ich mit meinem Nabel nach vorne. Okay? Das ist die Übung für den Anfang. Ja? Wer nicht so weit kommt, nimmt sich am Bein locker und dann geht der Bauch nach vorne. Okay? Immer schauen, dass das da hinten gerade ist. Soweit so gut. Für die Professionals, die schon sehr gut sind, abgeschaut von einem chinesischen Tai Chi Meister Shua Fu mit diesem komischen Trattel im Kopf. Ja, okay. Wenn man die Füße da vorne nimmt, ist das bei Weitem nicht so schmerzhaft, als wenn man genau unter den kleinen Zehen nimmt von der Seite. Da unten ist nicht so schmerzhaft wie da oben. Warum? Ich habe keine Ahnung, aber es ist so. Wichtig ist Bauch nach vorne und jetzt in die Dehnungsschmerz atmen. Ach, wie eine Brise im Wald. Wir lieben es. Lieben wir es nicht, dann lernen wir es. Üben ist lernen, lernen ist üben. Sogar. Wie weit die Beine auseinander sind, ist jetzt nicht wichtig, außer wir machen Jean-Claude Van Spagat, das brauchen wir nicht. Oder Chuck Norris. Aber no. Am besten ist, so breit wie die Hüfte ist, nach vorne. Und auch 30 Sekunden halten. Halten. Nie wippen. Wippen können nur die, die wirklich super Jingo Bingo gedehnt sind und es können. Weil ansonsten wippen sie sich astrein die Bandscheibe raus. Dann können sie sagen, ich hab Bandscheibe. Aber sonst können sie gar nichts sagen. Oder? Das war von Soul Kitchen. Super Movie. Check it out. So. Jetzt haben wir von hinten das Kreuz gemacht. Und die Oberschenkel. Jetzt kommen wir zur einer speziellen Übung, extra für dieses Stretching-Tutorial, das Geheimnis des Tai Chi. Hi, unsere nächste Übung für die Attacke der hinteren Oberschenkel. Wir alle kennen die Übung vom Aufwärmen, wo wir uns hinstellen, schulterfrei. Die Hände kommen in die Hüfte und durch das Drehen des Daumens schiebe ich meine Hüfte nach vorne, bis ich ganz gerade nach vorne unten komme. Wichtig ist, dass die unteren drei Wirbel gerade sind und dann gehen wir runter und die Kämmer. Dann kommt Hidari, Migi, okay. Ruhig machen, aber jetzt kommt die Jingo Bingo Übung. Ich zeige es ein bisschen von der Seite. Der eine Fuß kommt vor den anderen Fuß. Wie Chidoriash, ne? Chidoriash. Nein? Nur vorwärts Chidoriash. Und jetzt drücke ich, dadurch, dass ich mein vorderes Bein durchstrecke, das Knie von dem Bein in die Streckung. Soweit so gut. Und jetzt gehe ich mit meinem Oberkörper wieder gerade nach vorne und wir dehnen das hintere Bein. Huaha! Konnichi! Das ist nice! Ah. Da, 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 da. Langsam in die Höhe. Wir wechseln. Eins, zwei. Das Knie drückt das andere Knie zurück. Nach vorne gehen. Hi, da, nein! Nice stuff. You love it.
Gut. Und wieder zurück. Nächste Übung. Die Vorübung für den Spagat. Nicht vergessen, die Dehnungsübungen, die Aufwärmübungen, die wir zum Dehnen machen, gehören natürlich dazu. Die können Sie einbauen, wie Sie wollen. Aber diese Übungen, die ich da gebe, sind für Leute auch, die nicht im Bude-Institut trainieren oder nicht so oft im Bude-Institut trainieren. Okay? Die Stiege mit dem Bein nach oben, wo das gerade ist, können Sie auf einem Tisch machen. Na, ich erkläre es nachher noch einmal, diese Übung, die ist ja wichtig. Ansonsten jetzt, wir haben unsere ganzen Beine von hinten und von oben, von unten in jeder Richtung attackiert. Jetzt, für die nächste Übung, haben wir alles vorbereitet. Das ist wichtig im Verständnis. Es geht immer um Vorbereiten. Ja? Richtig stehen, richtig gehen, richtig atmen ist eine Vorbereitung für das Buddha-Institut, für das Bujutsu-Training. Right? Meditation hört bei richtig sitzen, richtig stehen auf. Tai Chi, Qigong geht jetzt noch bis ins Gehen. Das war's. Das ist bei uns 8. Sinter Q. Jede Technik darüber hinaus, alles das, was mit Zweikampf zu tun hat, braucht diese Voraussetzungen, die wir geschaffen haben. Und Sie werden schon merken, je länger Sie diese Voraussetzungen üben, desto einfacher wird es später. Senseiweisheit nach 30 Jahren. Wenn am Schluss Scheiße rauskommt, war zu 99,9% der Fehler ganz am Anfang. Wir im Westen tendieren dazu, in der Mitte irgendwo nach der Ursache zu suchen, warum es am Schluss Scheiße war. Nein, zu 99,9% ganz am Anfang ist der Fehler gemacht worden, der sich durchgezogen hat. Und das wird uns beim Dehnen, beim Atmen, beim Gehen, beim Stehen, beim Leben nicht passieren. Weil Lernen ist Üben, Üben ist Lernen, auffallen, aufstehen, hinfallen, alles gehört zusammen. Das unterscheidet einen Samurai des Lebens von einem, der die ganze Zeit nur raunzt, warum das Leben ihm so böse tut. Kurzer Exkurs. So, wir haben extra dafür geübt. Wir nehmen jetzt auch unsere Beine auseinander. Gehen wir schon, right? Okay. Stellen auf und rutschen so weit wie möglich auseinander. Wichtig ist jetzt wirklich ganz die Fersen aufzustellen, damit man auch auf den Fersen bleibt. Wenn es nicht mehr weiter geht, dann auf die Ellbogen und den Fuß nach vorne. Die Matte ist jetzt die Wand, gegen die ich mich normalerweise schiebe. Dadurch, dass ich mich nach vorne fallen lasse, ist automatisch mein Kreuz gerade. Wie geil ist das denn? Jetzt kann ich ein bisschen nach hinten schieben. Also ich schiebe mit meinem den Hintern nach hinten. Aber Hauptsache ist der große Zeh ist am Boden. Okay? Kleine Zeh muss nicht am Boden sein. Und so bleibe ich jetzt einmal eine Zeit lang stehen. Sie werden schon merken, wenn der Schwerpunkt im Nabel ist, dann stellen Sie sich vor, der Zug aus dem Nabel geht Richtung Boden. Oh, ist das angenehm. Nice. Nice and steil. Okay? Super nice. Passt. Was will man mehr? Oh, ist das angenehm. Okay? So ist gut. Und dann, jetzt war es von vorne, dann ein bisschen zurückgehen aufs Knie, auseinander, zuerst aufs Knie. Das ist das Bein von der ersten Übung, wo da der Fuß da quer war. Das ist das Bein von der Stiege oder vom Tisch. Und jetzt sind wir schon da und gucken wir mal, das ist gar nicht so hoch. Mehr brauchen wir nicht. Stellen Sie sich mal vor, ich mache das im Stehen. Jetzt kommen Sie, wie hoch ich mit dem Fuß komme. Got it? Okay. Achtung, jetzt geht es da innen und da innen. Ganz langsam. Keine Herumreißerei. Bauch geht wieder nach vorne. Die Position von da an ist die genau die gleiche wie von der zweiten Übung. Kannst du dich erinnern? Ist cool, oder? Ich finde das cool. Ich habe mir das nicht ausgedacht, okay? Also nicht, ich heimse nicht die Lorbeere. Da waren Leute gescheiter vor mir. Okay? So. Das Bein von der ersten Übung, zweiten Übung. Das Bein von der Stiege. Easy cheesy, Pane Congo. Schau mal aus. Ich bin nur so weit entfernt. Gut. That's it, dafür haben wir jetzt trainiert. Ja? Okay. Und für alle, die ein bisschen Kreuzweh haben, okay, machen wir jetzt noch den Frosch. Alles klar. Der Frosch ist das Ganze mit Knie am Boden. Ne? Knie so weit wie möglich auseinander, die Füße parallel. Deswegen machen wir im Aufwärmen Caesar. Caesar, Teil so kurz, damit wir jetzt diese Übung machen können. Right? Okay. Auseinander. Auseinander. Und jetzt Nabel nach vorne und nach hinten schieben. Nabel nach vorne, nach hinten schieben. Von der Seite, so weit wie möglich, die Knie auseinander. Die Füße sind parallel, nicht innen. Sogar. Hin und Nabel nach vorne.
Und jetzt nach hinten schieben. Der Frosch. Nicht nach hinten runtergehen, das kann jeder Depp. Bau nach vorne, nach hinten schieben. Ist das nice? Ah. Gut. Okie fucking dokie. Das waren unsere Beine. Jetzt kommen wir zum Oberkörper. So, Oberkörper, das ist relativ einfach. Die Schulter ist vierfach in vier Richtungen. Vorwärts, rückwärts, seitwärts und in die Richtung. Alles brauchen wir zum und für andere Dinge. Ski. Deswegen muss es immer locker sein. Okay? Das Geheimnis für einen Schnellschlag ist eine lockere Schulter. Aber das wissen wir alle schon von unserer Kerze. Right? Also, chillax. Wir fangen an mit der Brust. Die Brust hat die Aufgabe, dass der Arm von hinten nach vorne geht. Wenn der Arm von unten nach oben geht, ist die Brust, aber auch die Schulter beteiligt. Wir kümmern uns erstmal um die Brust. Wir machen 90 Grad wie bei unserem Kempo-Block. Gehen gegen die Wand, stellen uns gerade hin. Und jetzt, der Trick dabei ist, dass die Hand die Dehnung macht. Nicht da hineindrücken, sondern das ist stark. Und dadurch, dass ich mit dem Arm nach hinten gehe, fange ich an, da zu dehnen. Okay, deswegen kann ich da den Arm locker lassen. Wenn man anfängt zum Drücken, spannt er sich an. Kann ich ja nicht dehnen. Logik. Also ziehen. Okay, es fängt an, von da oben nach unten zu ziehen. Der Brustmuskel pectoralis major geht bis daher. Die halbe Oberkörper. Der Brustmuskel. Was passiert, wenn man den Brustmuskel nicht dehnt? Wenn man den Brustmuskel nicht dehnt, 30 Sekunden reichen vollkommen aus, dann beginnt der Mensch so zu sitzen. Weil die Brustmuskeln so stark sind, dass die Schultern nach vorne ziehen. Sehen Sie die Schulter nach vorne, gibt das Genick nach vorne. Und da haben wir schon irgendwelche ganz orgen Namen wie Mausgenick oder lauter so ein Schmafu. Okay? Also nochmal andere Seite. Unterarm. Die Hand schiebt. Ich stelle mich hin. Wichtig ist, das geht 90 Grad aus der Schulter. Wer besser ist, geht ein bisschen in die Höhe. Je besser man ist, desto mehr geht das in die Höhe. Ja? Okay? Und wir drehen uns. Die Hand schiebt, Konnichiwa, ja, alles klar. Also, der Brustmuskel ist, weil er so groß ist, auch einer, der am meisten gedehnt werden muss, weil sonst zieht er uns den ganzen Körper zusammen. Da wird man nach vorne in eine Kugel. Und dann beginnt schon im Genick alles weh zu tun, weil der Kopf muss aufrecht bleiben, während das Genick nach vorne geht. Naja, mehr brauchen wir nicht. Okay? Aber mehr als diese Übungen wird es nicht gehen. Ja? Eine andere gibt es vielleicht noch, wo man hinten die Hände zusammengibt und dann nach hinten oben geht. Damit spricht man diese kleinen Muckis an. Oder sie gehen auf einen Tisch, zeige ich nach. Nächster, Schultern in die Armbeuge, den Ellbogen. Wenn ich fertig bin, ist der Ellbogen noch frei. Also nicht da, sondern dahinter. Okay? Und dann zu meiner Kopfhörer. Jetzt, dadurch, dass ich da in die Richtung ziehe, verziehe ich den Arm aus der Schulter hinaus und mit der Schulter ziehe ich auch in die andere Richtung. Damit habe ich einen Zug in die Richtung, das in die Richtung. Also, ich mache so, währenddessen der Arm da bleibt. Damit dehne ich das hintere Schulterblatt, die Schulter und den sogenannten Supraspinatus. Supraspinatus ist da innen drinnen, hat ungefähr dieselbe Funktion wie der Iliopsoas in der Hüfte. Also etwas, das den Oberarm mit den Schultern verbindet. Wenn der verkürzt ist, dann haben wir so stechende Schmerzen unten drinnen. Wir können gar nicht hingreifen. Logisch, weil der liegt unten drinnen. Rattenmuskel. Andere Seite. Ellbogen vor. Anbeuge. Die Hand zieht in die Richtung. Die Schulter in der andere. Der Arm macht's. Ist das cool? Nicht mit dem Kopf dagegen. Der Kopf ist nur locker dabei. Nicht da, ne? Ist das geil. Ist das leider. Nice und steil. Nach oben, die Hand ist auf der Wirbelsäule und rüberziehen. You like it. Vom Großen ins Kleine, das ist super wichtig. Ja? Als letzte Übung noch, kennen wir schon, nochmal erklärt, unsere Fliegenden. Die Fliegenden! Wir geben unsere Arme auseinander und dann stellen wir unsere Handflächen auf. Während wir unsere Handflächen aufstellen, machen wir die Finger auseinander. Wir machen die Finger auseinander, okay? Ganz fest die Finger auseinander. Die Muskeln oben, bleiben oben, nicht zu drehen, nach oben drehen alles, okay? So, ganz fest aufstellen, die Arme bleiben immer auf Ohren. Die Arme bleiben auf Schulterhöhe, aber die Hände sind auf Ohrenhöhe, also nicht zu tief, nicht zu hoch. Und jetzt drücken wir auseinander.
Ah, das geht schon. Jetzt die Schulterblätter auseinander. Aufrecht hinsetzen. Das fängt an zum Ziehen da, dann fängt es da an, irgendwann kommt es daher, irgendwann sind es ganz und dann ist es weg. Wenn man das hat, ist alles erledigt. Geister in diesem Dojo sprachen davon, dass wir, wenn wir diese Übung machen, unsere Nerven dehnen. Es entstand ein riesen Disput. Wir mussten das Salzamt rufen. Werden nun Nerven gedehnt oder nicht? Ein Kompromiss wurde gefunden. Es werden Nerven gedehnt. Zwar nicht viel, aber doch. Und die Nerven sind offensichtlich auch das, was am Anfang wehtut. Und dann, wenn sie gedehnt sind, kommen die Muckis dran. Also, man kann auch Nerven dehnen. Deswegen kann man sie auch strapazieren wie ein Drahtseil. Speziell diejenigen, die dauernd sagen, bei jeder Übung wie Nerven gedehnt werden. Alles klar? Die Übung ist super gut, um ihre Maushände und ihre Tastatur, Unterarme und alles ein bisschen zu dehnen. Ja? Okay? Speaking of Unterarm. Wir drehen unsere Handfläche um und geben uns selber die Hand. Mit der Hand drehe ich jetzt, wie beim Zeitstein beim Dr. Strange, den kleinen Finger, den Zeigefinger von der anderen Hand in die Höhe. Zeigefinger ist da, in die Höhe gedreht. In die Höhe gedreht. Und dann strecke ich meinen Arm aus. Dann strecke ich meinen Arm aus. Okay? Dann strecke ich meinen Arm aus. Die Hand unterstützt die Dehnung. Es wird nur ein Arm gedehnt. Was dehnen wir? Die gesamte Muskulatur im Unterarm. Okay? Ist das nicht nice, ha? Huh? Wow! Geil! Bisschen anziehen auch noch, damit da der rechte Winkel bleibt. Wir machen uns Gyaku Kotegeshi, aber nicht, dass jetzt einer wegrollt, okay? Nice ein Stein! Wir drehen, packen zu. Drehen den Zeigefinger nach oben. Ausstrecken. You like it, huh? And you like it like that. Good. 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 Unterarme vom Tippen und sonst etwaigen unanständigen Sachen. Wir nehmen, legen die Handrücken auf die Oberschenkel, schieben nach unten, bis wir bei den Knien sind. Setzen unsere Hände ab und dann setzen wir uns wieder nach hinten hin. Die Schultern werden nach hinten gerollt. Man sollte schon spüren. Wenn nicht, kann es auch immer weiter nach hinten gehen. Hauptsache, die Handflächen bleiben am Boden. Und dann kommen wir zur letzten Übung, das Genick. Das Genick ist am heikelsten von allem zum Dehnen. Nicht, weil dort das Genick ist und sich selber das Genick brechen können. Blödsinn. Sondern im Genick sind die meisten Blutadern, die meisten Venenapparat ist da, ja, weil das ist am meisten durchblutet. Wir nehmen, setzen uns auf unsere Hand drauf. Von der Seite haben wir unseren Zehensitz. Bauch ist vorne, Schulter sind nach hinten gerollt. Die Ohren sind auf Höhe der Schultern. Und dann greifen wir her und ziehen locker nach hinten. Wir dehnen vom Ohr bis daher, den oberen Trapezius. Nicht zu fest, Blutgefäße wollen wir nicht kaputt machen. Sie werden auch jetzt nicht verbluten, wenn Sie das machen, aber ist nicht gut. Und dann rutsche ich mit meiner Hand ein bisschen nach hinten und dann gehe ich ein bisschen nach vor. Und in der Drehung, während ich nicht das mache, drehe ich ein bisschen und ich kann mein ganzes Genick bis nach hinten abgrasen mit dem Dehnen. Irgendwann kommt der Muskel, wo sie sagen, oh, da, das ist so weh! Na bitte, da haben wir ja gefunden, Mister, mir tut mein Genick so weh, weil ich einen schlechten Schreibtisch zu Hause habe und ich muss Homework machen. Ah, ist das gut. Und andere Richtung, draufsetzen, Ohr selbe Höhe. Von da drüber greifen. Wir fangen an, seitlich. Und dann gehen wir immer weiter nach vorne. Oh, ist das nice, Stein. Gut. Es darf kein stechender Messerschmerz sein, sondern ein dumpfer, dann dehnen Sie richtig. Hätten wir das erledigt, machen wir jetzt zwischen unserem Nabel und unserem Hals so eine Krümmung. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt meinen Hals dann nach unten gebe, schiebe ich meinen Bauch nach vorne. Okay. Zuerst. Das. Und da wird man merken, es beginnt zwischen den Schulterblättern da oben zu ziehen. Es gibt einen Muskel, der geht von da oben bis da unten, ganz knapp neben der Wirbelsäule. Das ist der Ding, den wir jetzt dehnen wollen. Okay? Eins, zwei. Oh, das ist nice. Also, so eine Mulde machen, right? Die andere Seite,
Hände hinter dem Kopf. Wieder die Mulde machen. Und jetzt mit geschlossenem Mund ins Genick. Das dehnt die gesamte Vorderseite vom Hals. Unangenehm. Wunderbar. Das war unsere Dehnungsübung. Aber wozu? Damit wir jetzt richtig sitzen können. Sitzen können wir. Wir genießen es. Und wenn ich sitze, nachdem ich gedehnt habe, und ich sitze immer nur nachdem ich gedehnt habe, gelingt es mir, wenn ich den amuskulären Stand erreiche, dass ich plötzlich mache und es macht klick. Und ich atme ein und es macht klick. Und ich mache immer so und es macht klick, klick, klick. Das war das Dehnen. Konnichiwa.